Wir sind zurück, meine lieben Freunde. Ich habe das Basketballspiel gegen Norbert easy gewonnen. 21 zu 4. Also Norbert muss wirklich noch ein bisschen üben, bis das bei ihm was wird. Und wir haben einmal hier einen Mangel an Arbeitskräften mit hoher Qualifikation. Klar, wir haben noch kein College. Wobei ich glaube, hier unser Gymnasium da auch schon für sorgen sollte. Das können wir auch irgendwann mal noch erweitern, hier Richtung Ufer hinten. Aber erstmal noch nicht. So, Rüdiger Schumacher, wie ich sehe, gibt es viele luxuriöse Dinge. Aha, dann schau dich mal um, mein Freund. Hortplatz, Schulbibliothek, Erweiterungsflügel. Ne? Aber unser Ziel für heute, ganz, ganz klar, wir wollen hier unser schönes, ja, wie sagt man, so einen kleinen Outlet-mäßig was bauen. Ne? Dass wir hier so eine richtig schöne, ich glaube, wir erweitern hier sogar mal. Eine richtig schöne Einkaufsfläche haben. Dafür kaufen wir uns einmal hier als nächstes dieses Grundstück. So, und dann müssen wir kurz gucken, wie wir das am besten bauen. Hier würde ich tatsächlich so einen kleinen Cut rüber setzen. Jetzt müssen wir aber mal schauen, hier wie die Topografie verläuft. Wir brauchen ja wieder eine ebene Fläche, oder? Wir bauen hier mehrere ebene Fläche. Warte mal. Wir bauen das so in Stufen vielleicht. Angenommen, wir haben hier die erste. Und dann hier so die zweite. Und dann kommt noch so eine dritte hier dazu. So, auf der Höhe. Lass uns das mal so machen. Ich guck mal, ob das was wird. So, das heißt, als allererstes hier wieder. Schön. Einebnen. So, die Frage ist, ja, machen wir es mal. Machen wir es erstmal bis hier raus, dann ist da so ein kleiner Abhang, das passt. Und zwar auf die Höhe hier. Ach komm. Einmal raus und wieder rein. So, dann geht das Ganze. Das ist fast die perfekte Breite hier. So. Hier natürlich gerade bleiben. So, ich glaube, hier können wir sogar, wobei das machen wir am Ende noch ein bisschen schicker. So. Haben wir so, dann haben wir hier den nächsten auf der Höhe und zwar ungefähr bis da raus. Ja, packen wir mal bis da hoch. Und die ist natürlich ein bisschen kürzer, klar. Der läuft dann ungefähr bis da. Boah, das können wir auch machen später. Wir bauen auch so eine kleine Stadt oder so einen Stadtteil. Wirklich irgendwo in den Berg rein, in so verschiedenen Stufen. Und das ist jetzt Babylon. Haben wir Karthago und Babylon vereint. Das wird auch schön. So, machen wir auch erstmal bis hier. Passt, glaube ich. Dann oberste Stufe ist die kleinste. Er läuft hier so ein bisschen parallel zur Straße. Na, 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 na. So. Und geht dann hier schräg rein. So. Dann ist das die oberste Stufe. Würde ich sagen, bauen wir als erstes mal die Straßen vielleicht. In die Mitte kommt irgendwo der Busbahnhof. Ja, okay. Wir haben ein bisschen was. Oh, so weit wollte ich nicht raus. Ein bisschen was zu tun. Wir packen das so ein bisschen an. Hoch. Wie bauen wir das? Ziehen wir eine Straße in der Mitte durch und dann vielleicht so kleine Querstraßen. Hier können wir eine fette Straße reinbauen. Genau in der Mitte. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Guck mal. Hier haben wir erstmal eine normale zweispurige Straße. Na, schön. Zentral. Hier einmal komplett durch. Okay, so, hier haben wir
eine größere Straße. Auch relativ zentral durch. Und da haben wir dann wieder erstmal eine kleinere Straße. So, und die bekommt hier so einen leichten Knick. So, dann haben wir erstmal unsere Hauptstraßen. Davon geht ja erstmal alles aus. Dann müssen wir kurz gucken, wo bauen wir unseren Busbahnhof hin. Schwierig, warte mal. Wie groß war denn der? Okay, also dafür bräuchte man eine kleine Extrafläche. Ich würde den fast irgendwo ein bisschen ins Zentrum bauen. Und dafür an der Stelle von mir aus auch ausnahmsweise nochmal ein bisschen ausweiten. So. Das heißt, der kommt hier hin. Da können die ganzen Busrouten sich schön versammeln. Einmal eben vom Bahnhof dann von hier Kleine Bucht und Bergfelde. Das passt gut. Machen wir hier eine Direktverbindung rein? Könnte man eigentlich machen, ne? Wir haben jetzt halt hier Polizei, Feuerwehr. Da müssen wir vielleicht Smellington Moor abreißen. Oder die Polizeiwache nochmal ändern. Wir haben Möglichkeiten. Und was mich gerade am meisten stört, ist das hier. Und das ändere ich jetzt mal ganz kurz hier. So. Soll ja erstmal wieder nach was aussehen. Machen wir es erstmal so. Ich glaube, die Polizei werden wir dann auch umbauen, aber als allererstes machen wir hier natürlich. Würde ich sagen, bietet sich das eigentlich an. Ah, warte. Das funktioniert nicht so, wie geplant. Hier haben wir natürlich noch einmal das. Bin ich gerade zu so dumm, um das Tool zu nutzen? Bin, glaube ich, echt gerade ein bisschen zu dumm dafür. Das heißt, wir ziehen das hier einmal wieder rein. Haben hier natürlich die Fläche. Soll ich es einfach so machen? Ja, nicht ganz. So, dann ziehen wir die Straße hier runter. Kriegt so eine leichte Kurve rein. So, warte, dann muss ich. This is an emergency broadcast to all citizens. Schon wieder, aber nicht bei uns, ne? Nee. Nicht bei uns. Was ist hier wieder Luftverschmutzung? Ja, die Luftverschmutzung vom Kraftwerk, die gefällt mir gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen wir uns vielleicht auch echt nochmal drum kümmern. Die zieht da echt ewig weit rüber. Das Kraftwerk müssen wir vielleicht nochmal relocaten, weil der Wind halt natürlich hier schön. Eigentlich sollte sich das da niemand mehr gestört fühlen, oder? Ja, wir können das natürlich jetzt auch nochmal immer stückweise hier, dass wir die mal aus dem Einzugsgebiet rausholen. Bauen wir das mal so um. Machen das hier natürlich weg. Unser Bildungssystem ist großartig. Jawohl, Brigitte, ich sag's doch. Wir sind eine super Stadt. So, dann haben wir da einmal die Querverbindung. Hier würde ich sagen, können wir eigentlich am Bus direkt so einen kleinen Weg runterführen. So, wir probieren es nochmal. Ja, es sieht besser aus. Sieht noch nicht gut aus, aber es sieht besser aus. Wir bauen am besten als erstes die Straße und zwar führt die einfach hier
90 Grad vorbei, würde ich sagen. Na, warte. So. Ja, ist okay. Ist okay. Kann man mit arbeiten. Können auf der anderen Seite hier da ein bisschen einebnen. Da auch. Wer pfeift denn hier so? Oder haben wir einen Alarm? Nee, ne? Naja. So. Weiter geht's. Wir brauchen natürlich auch dann später. Können wir das nochmal ein kleines bisschen rüber verschieben? So, dann können wir nämlich die Straße hier weiterziehen. Erstmal so. Und dann führt die nämlich natürlich hier hoch und darüber. Was hier denn passiert? Na, sieht auch nicht so gut aus. Müssen dann natürlich hier erstmal wieder. Na, das machen wir generell so mal ein bisschen. Können wir da so eine schöne Treppe hochbauen quasi. Weil ich würde hier oben noch mal eine kleine Plattform irgendwie bauen. Ne, wo dann die Straße auch rüber geht. So. Und dann bauen wir das hier schön von unten da. So, hoch. Und so eine ganz, ganz leichte Krümmung. Kriegen wir die rein? Ja, jetzt haben wir eine Mini-Krümmung, ne? Ja, ich glaube so. So, und dann geht es nämlich hier rüber. Das geht leicht nach oben wahrscheinlich, ne? Sieht denn das Terrain hier aus? Ja, es passt. Okay, da müssen wir gar nicht mal viel machen. Würde ich erstmal sagen, geht das hier 180 Grad Winkel rüber. Und dann wird das hier so leicht schräg angebaut. Und hier eine schöne Kurve rein. Boah, nee. Doch, ist gerade? Ja, ist gerade, oder? Heißt jetzt. Doch, ist okay. Können wir mit arbeiten. Wobei wir die wahrscheinlich. Das gefällt mir nicht so ganz. Die Ecke hier. Ziehen wir die Straße noch ein Stück weiter raus. Dann kriegen wir sie nicht 180 doch. So, und dann machen wir es jetzt eben so. Hat sie da so einen kleinen Cut. Dann passt das auch. Das eine ist halt hier. Ne, das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön, dass das hier so ein bisschen schräg hoch geht. Wir müssen das vielleicht. So, na, so vielleicht. Dann müssen wir hier vielleicht doch nochmal. Ich habe das falsche Tool genutzt, ne? Ne, warte mal. Wir müssen das hier viel höher. So. Und dann hier hoch. Ah. So, passt erstmal. Für die Straße passt das erstmal so. Da nochmal ein bisschen. Und dann hier schön gerade rein. Ist immer noch nicht ganz das, was ich haben will, ne? Ich habe es ein bisschen zu lang gemacht. Ja, seid mir nicht böse, Freunde, aber das wollen wir richtig machen. So, das heißt, wir machen die mal. Machen wir es bis hier. Und dann so. So, jetzt aber. Oh, jetzt hat es da so eine dumme Welle drin. Eieiei. Ja, das ist ja der gerade Weg. Das heißt, hier füllen wir einfach mal ein bisschen auf. Den Pinsel noch ein bisschen kleiner.
Das jetzt so machen. Ja, jetzt sieht es nach was aus. Okay. So, dann können wir hier auch nebendran bisschen auffüllen, bisschen ebnen. So, passt erstmal. Da können wir wieder ein bisschen wegnehmen. Oh, weil das war vielleicht ein bisschen shopping at the dingy stores? Sure you zu viel. That's why you go to Common Groceries. So, also wir lassen es erstmal so, ne? Aber für den Anfang passt das. Jetzt haben wir wirklich eine Viertelstunde damit verbracht, überhaupt 5 Straßen zu bauen, glaube ich. Twice the price. Ja, das ist schön, aber interessiert mich gerade nicht. So, die Frage ist, ziehen wir die Straße hier komplett durch? Ich würde sogar fast sagen, ja. Wir ziehen die mal noch eins weiter hoch. Das heißt, wir gehen mit unserem Lieblings- oder mit meinem Lieblingstool ran. Mit dem ich nicht umgehen kann, offensichtlich. So. Und ziehen hier mal. ...90° durch. Ist okay, ist okay. Ebnen das Terrain erstmal wieder ein. Dass das nach ein bisschen was aussieht. Und passt. So, dann haben wir da einmal eine Verbindung, die geht quasi komplett hoch. Haben die da hinten, die runterkommt, und dann machen wir hier natürlich nochmal so eine Endverbindung rein, würde ich sagen. Auch hier Lieblingstool. Bam. So, okay. Ich weiß, glaube ich, langsam, wie man so ein bisschen damit umgeht. Das ist schon mal gut. Dann hier eine schöne Kurve rein, die quasi genau dann, na, eins weiter, genau hier runter führt. Und dann da rein. So, und das ist dann auch die, die gerade weiter geht. Hier muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Das kann man ein bisschen strecken. Und dann passt das. Und dann läuft die eben wieder gerade weiter hier runter. So, dann hat man hier quasi einmal komplett außen rum. Ich würde die hier fast sogar upgraden und ein bisschen größer machen, aber das... Ja, so vielleicht. Vielleicht machen wir das ganze Quadrat hier so. Ja, machen wir das erstmal so. Hier reicht, wobei hier brauchen wir auch eine größere, ne? Weil da haben wir ja dann quasi die Zufahrt von hier. Das müssen wir hier auch machen eigentlich. Brücke auch vergrößern. Wichtig, wichtig, Freunde. So, weil das ist natürlich eine der Hauptstraßen, die dann hier reinführt. Das heißt, hier können wir eigentlich auch nochmal eine Querverbindung reinmachen. So. Heißt, hier reicht aber natürlich wieder die hier. Wo hat der denn angesetzt? So. Läuft leicht schräg durch. Kann man aber so machen. Passt eigentlich gut. Und hier dann eben auch nochmal. Ja, die läuft, glaube ich, auch so in der Kurve zusammen. Das passt, glaube ich. Ja, nee, das ist schwierig hier. So, ich glaube, so passt das schon. Die Straße, weil ab hier hinten kann die eigentlich einspurig werden, ne? Aber ab hier reicht das, wenn die einspurig ist. Und dann ist die Frage, wie machen wir das am besten? Ich glaube, so passt sogar ganz gut.
Passt eigentlich perfekt rein, oder? Kann man so mitarbeiten. Ja. Finde ich gut. Läuft die hier ein bisschen weiter? Prinzipiell. Ja, die kann hier nochmal so einen kleinen Ausläufer haben. Wartet, ich habe da eine Idee. Bin da was Großem auf der Spur. Naja, ich hoffe mal. Oh nein. So, bauen wir es so. Und dann. Warte, hier erstmal gerade. Und jetzt 40. Das ist natürlich wieder richtig sehen. 40 Meter. 40? Ne, ist zu groß. 16. Na, wo sind die 16? Nein, ich sehe es nicht. Es sind zu viele Zahlen. Ne, warte mal. So, dann haben wir hier 24. Irgendwie passt das aber auch nie von den Zahlen, ne? Oder ich habe es einfach noch nicht genau verstanden. So, dann haben wir hier wieder 24. Läuft die jetzt parallel komplett? Ja, ne? Sieht so aus, dann hätte es ja eigentlich geklappt. Wobei, dann haben wir die jetzt ein bisschen zu lange gemacht. Das heißt, wir brauchen. Ja, wobei, ich ziehe die erstmal raus. Da ungefähr und dann auch nochmal 24, 24 und da rein. So. Dann ist das quasi der Abschluss vom Gewerbegebiet. Prinzipiell ist die Frage, reicht das so von den Verbindungen? Aber das werden wir am Ende auch ein bisschen sehen. Ich kann eigentlich hier sogar auch nochmal einen Weg hochziehen, ne? Oder runter, je nachdem, wie man es sieht. Das ist natürlich kleiner. Das ist schon ein steiler Hang hier. Das ist ein steiler Hang, hör mal. Vielleicht ziehen wir das. Wartet mal. Wir machen das anders. Wir ziehen den nämlich hier hoch. So. Und dann machen wir den nämlich um die Ecke. Das erstmal schön hier raus. Also kurz gucken, ja, da ist die Gasse. Ziehen wir den direkt rein? Ja, können wir eigentlich machen, ne? Ja, dann geht das hier hoch. Das hier ist zwar ein bisschen krumm, aber das können wir ja auch korrigieren. So, passt eigentlich, ne? Die Kurve ein bisschen zu. Ja, die ist ein bisschen zu kurz, ne? Oh, jetzt. Oh nein. Oh, da habe ich auch letztens ein Video dazu gesehen. Eigentlich bräuchte man hier gerade beim Straßenbau so einen Undo-Button, ne? Wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dass man das da wieder schön rückgängig machen kann. Nee, warte, wir brauchen. Nee. Ich möchte hier nicht direkt die Kurve drin haben. Wir brauchen hier ein kleines Stück gerade einfach raus. So. Und dann können wir gerne die Kurve reinbauen. Jetzt bin ich aber schon zu weit, ne? Uiuiui. Ich würde es
Sollen wir es so bauen? Ja, ist jetzt erstmal okay. Das ist jetzt erstmal okay. So, jetzt haben wir hier erstmal riesige Flächen auch zwischendrin. Warte, was können wir da upgraden? Taxistand noch dazu? Ja, eigentlich ganz, ganz schlau, oder? Taxistand mit rein. Zusätzliche Plattformen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, wir können einmal kurz gucken, dass hier alles drin ist, was wir brauchen. Einmal kurz, dass die Zonen erstmal richtig sind. Hier passt alles. Na. Okay, kommen wir nicht drum rum. Dann einmal hier rein. Achso, hier, das hier brauche ich natürlich. So. Das haben wir. Hier geht das Terrain quasi so bis da. Und hier geht es dann auch nochmal weiter. Bis darüber. Dann geht das hier quasi 1 zu 1 über. Das wird natürlich auch noch ausgeschmückt, ne? Hier haben wir eh schöne große Flächen. Da können wir auch. Das können wir perfekt machen. Hier haben wir auch schön, schön groß. Da ebenfalls. Hier auch nochmal. Da auch. Hier unten, das können wir auch nochmal so machen. Und noch Platz schaffen. Ja, seht ihr mal. Halt mal, hier ist richtig, richtig viel drin in dem Bums. Auch hier würde ich das fast so ein bisschen rausziehen noch. Und auch da geht noch was. So. Okay. Dann haben wir das auch da. So. Okay. Was ich jetzt noch machen will, gerade hier glaube ich, wenn wir die einfach upgraden, sonst sieht das irgendwie scheiße aus, wie der Übergang, ne? Wenn da ist es noch okay, da kann ich es verkraften, aber hier sieht es irgendwie Kacke aus. Dann hier auch nochmal. So, das da rein passt. Sieht gut aus, Leute. Seid ehrlich, sieht gut aus. Okay, so viel wird jetzt noch nicht gemacht. Hier in die Mitte aber können wir, glaube ich, immer mal wieder. Jetzt die Frage, wie wir das am besten bemessen. Mit Augenmaß oder? Schwierig, ne? Warte mal, wir haben hier 65 Meter. So, dann lasst mich das mal machen hier. 65 Meter, dann haben wir hier wieder 56, so. So, dann wieder 56. Weil das wird ein bisschen zu eng, ne? Wir nehmen, glaube ich, 56, das heißt, wir brauchen 112. Und wenn wir hier nochmal 112 machen, ja, passt perfekt. Also nicht ganz perfekt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So. Boah, wir müssten die eigentlich alle. Wir verschieben die hier alle um 1. Und dann aber ein bisschen höher. Dass die dann alle schön auf einer Linie landen. So, ein bisschen Hilfsstraßen gebaut quasi. Aber gehört auch dazu. Die weg. Die weg, die weg, die weg. Die Frage ist, machen wir da nochmal, ziehen wir das nochmal rüber? Das sind gute Fragen. So, hier können wir, glaube ich, ein so ein ganzes Ding nochmal rüber bauen. Hier wäre es auf der Linie. Können wir eigentlich auch machen. Ist
jetzt damit 2 Abstand gelassen. Hier würde ich sogar da rausbauen. Also, jetzt sieht es schräg aus. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, Freunde. So haben wir 90 Grad. Dann einmal hier rüber. Und da würde ich sagen, packen wir 2 in die Mitte, oder? Sollen wir hier wieder ein Ding machen? Machen wir da bei 120 haben wir hier. Das wäre ungefähr das gleiche. Auch 120, ne? Ups. So, na, so. Abstand ungefähr gleich, ja. Okay, und dann ziehen wir da jeweils eine Straße durch. Also quasi 1 zurückversetzt. Ja, hier ist es jetzt hier. Passt. Und hoch. So. Ui. die ist nicht ganz gerade. Das hätte ich einmal gern. So. Ja. Genau, und dann das raus und das raus. So, das kann man glaube ich so machen. Den Rest würde ich gar nicht mal extra noch was reinbauen. Die würde ich sogar fast so einzeln lassen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier noch? Nö, Polizei ist gut. Feuerwehr ist gut. Hier ist College hinpacken. Ah, weiß ich jetzt nicht. Hier wird es vielleicht reinpassen. Ah, wollen wir unser College hier haben? Nee, ne? College ist eigentlich immer mitten, also so eine Uni ist ja eigentlich immer mitten im Stadtzentrum. Also nicht im Stadtzentrum, aber ne, im Wohngebiet eigentlich. Das Müllverwaltung brauchen wir auch nicht. Brauchen wir da eine Klinik? Wenn mal was passiert, ich meine, wir haben, wo ist die nächste Klinik? Da unten eine, nee. Brauchen wir auch nicht. Wasser, Strom haben wir auch. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz klar Zonen zum Bauen. Ah, und natürlich, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen, hier wird natürlich ein neuer Stadtteil. Frage ist, ich weiß gar nicht, wie wir den nennen. Der läuft hier quasi dann bis zur Autobahn. Die Autobahn entlang. So, wie Nebeltal? Nee, sehe ich eigentlich jetzt nicht so. Wir lassen es erstmal stehen. Ich weiß auch nicht genau, wie wir das am Ende nennen. So, hier kommt natürlich hauptsächlich Gewerbe hin, Büros, solche Sachen. Büro vielleicht sogar eher in die Wohngegenden hier. Wir haben drüben ein paar Büros. Hier wird es aber auch nicht schaden, noch welche zu haben. Weil ich hier unten da einmal das hinbaue. Da können ein paar Büros hin. Da können Büros hin. Hier können eigentlich Riesenbüroanlagen hin. Ich würde es fast komplett sogar hier durchziehen. So, ab da dann wieder Gewerbe. Und das kann von mir aus wieder da durchgezogen werden. Wo sind schon wieder Feuer? Ja, weiß gerade nicht. Ist mir auch egal. So, hier gegenüber natürlich auch. Schön Gewerbe, dafür bauen wir das Ganze ja, ne? Hier wird einfach alles nur. Wobei, warte mal. Aber gut, Parks. Haben wir einen Einkaufspark? Nee, ne? Irgendwie sowas. Grand Hotel. Ja, wir haben noch kein Geld. Wir müssen ja erstmal noch nicht alles zubauen. Wie sieht's eigentlich aus? Alter, wir werden immer schlechter. Wir müssen Geld machen. Wir müssen Geld machen. Aber dafür bauen wir ja gerade einiges an Gewerbeflächen. So, wir machen es hier einfach immer ein bisschen abwechselnd, ne?
Wobei da. Ja, doch, passt hier einmal so einen größeren Block nochmal hin. So, passt. Haben wir das. Und hier können wir eigentlich auch alles. Wobei, wartet mal. Ne, das hier sind eigentlich gute Büroflächen hier. So zwischenrein. Das eignet sich eigentlich perfekt für Büros. So. Hier kann dann später noch Gewerbe hin, brauchen wir aber gerade auch nicht. Wohnen würde ich jetzt hier tatsächlich gar nicht machen. Würde ich tatsächlich echt noch nicht machen. Wir schauen mal, es wächst auf jeden Fall, das ist ein Nebeltal, aber Nebeltal hört sich irgendwie scheiße an. Hä, das hier wächst auch alles weiter, ne? Charlotte Kempinski. Also der habe ich jetzt aber wirklich nicht gefunden. Ah, die hat den Waldemar geheiratet, ja, okay. Okay, Waldemar Kempinski. Du gehörst dann halt auch zur Familie, ne? Ist aber krank und... Ja, okay. Weil er halt die Charlotte geheiratet hat, kriegt er von mir ein Follow. Sonst wäre das aber nicht der Fall gewesen. Möchte ich auch nochmal betonen, der Waldemar, der muss sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Da muss noch mehr kommen von ihm. So, wir müssen... Ja, wir hätten halt natürlich auch ein paar Fußwege hier noch reinbauen können, ne? Wobei wir natürlich das immer noch machen können. Und zwar können wir hier super einen vorbeibauen. Der dann quasi einmal hier. Okay, nee. Das sieht scheiße aus. Um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Da dürfen wir nicht. Hier dürfen wir aber. Okay, und dann. Wobei der kann sogar auch einfach hier noch weitergehen nach da vorne. Das ist gut, geht einmal am Busbahnhof vorbei. Hier könnte man, baut man hier welche runter. Ja, so kleine Abkürzung für die Fußgänger muss eigentlich schon drin sein, ne? Da müssen wir leider hier nochmal agieren. Einmal da weg, sorry. Haben wir jetzt ein Riesending abgerissen, aber so ist es manchmal. Die Fußgänger gehen vor, sind das höchste Gut einer Stadt. Und so müssen sie natürlich auch behandelt werden. Einmal da und einmal hier. So, das heißt, hier einmal ungültige Form. Warum? Was willst du von mir immer? Ja, so passt doch. So, und dann natürlich hier runter. Das ist jetzt nicht der schönste Fußweg, aber er funktioniert. Das ist zumindest mal wichtig. Und hier auch wieder. Wobei, da will ich auch fast sogar den Fußgängerüberweg rausholen. Das heißt, der geht natürlich hier einmal rein und dann da auch nochmal Fußgängerüberweg. Hier hinten brauchen wir ihn erstmal nicht, aber der kann natürlich auch hier dann am Hügel entlang, wobei dafür würde ich es dann sogar nochmal ein bisschen einebnen, dass der quasi hier gerade verläuft. Und dann kann man hier gucken, ob man da einen kleinen Weg runter macht. So. Das heißt, der läuft erstmal hier gerade, ganz gerade weiter rüber. Und dann hier schräg quasi in den anderen Weg rein. Kriegen wir das schön dargestellt? Ja, das passt. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Und dann nochmal eine Querverbindung hier ganz rüber. Ich glaube, so sieht der Kacke aus. Auch da muss dann natürlich nochmal
die scharfen Geschütze aufgefahren werden, der Stadt. Und die scharfen Geschütze der Stadt sind ja der Bagger quasi, der das Ganze hier ausgleicht. So. Okay, dann einmal hier erstmal so rüber und dann nochmal so. Ja, das kann was. Kann was, hat was, sehr gut. Und den können wir jetzt auch eigentlich wieder weiter hier rüber ziehen. Also es hört nicht auf, Freunde. Die Fußgänger, wie gesagt, die bekommen hier ganz, ganz gesonderten, besonderen Respekt. Ja. Das Land will nur noch nicht so, wie ich das will. Und damit habe ich ein Problem. Ich bin hier der Mann im Haus. So, und dann können wir hier mal ein bisschen so ebnen. Perfekt. Dann kann nämlich hier der Weg einmal weiter hier runterführen. Und dann gerade da rein. Und dann können wir natürlich überlegen, macht man hier nochmal eine Querverbindung? Nee, die machen wir nämlich hier oben. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht landscapen für. So würde ich die einfach machen. Da muss man nicht hier bis nach vorne laufen, sondern kann da einfach schön rum. Dann haben wir hier auch ein bisschen Fußgängerweg. Hier können wir, da können wir natürlich auch nochmal super Fußgängerweg lang machen. Zu Pornhub? Was? Let's go to Pornhub. Aber schnell. Nee. Na, manchmal hört man auch, was man hören will, ne? So. Nee, ich bin eigentlich ziemlich glücklich, wenn ich in den Dingy Stores shoppe. Ich habe gar keine Zeit zum Shoppen, ich gehe arbeiten. So. Und dann hier natürlich immer. Twice the price, it's twice as nice. Die Frage ist, kriegen wir jetzt hier eine super saubere Verbindung hin? Nee, ne? Nicht darüber, aber vielleicht ohne das hier. Ja, ist okay. Kriegen wir das auch genauer hin? Wartet mal. Also wir müssen, glaube ich, schon hier. Oder. Warte, wir machen es anders. Ne, hier brauchen wir ja. So, das geht quasi immer. Da ist der Hang wirklich zu steil, ne? An der Stelle. Kriegen wir es hier hin? Ja, da ging doch gerade was. Da ging doch gerade was. So, guck mal. So läuft das. Das gleiche machen wir jetzt an allen diesen Stellen. Nee. Ah, ich möchte es. Das brauche ich. Aber ich möchte. Gebäudekanten, Hilfslinien. Das möchte ich nicht. Oder? Doch, das bräuchte ich. Hier. Doch, das möchte ich auch. Das hier? Ja, das brauche ich. So, dann brauche ich aber den hier schon. So, den einmal darüber. Dann auch hier wieder. Perfekt. Und
da natürlich auch schön geradeaus weiter. Na, jetzt rastet aber wieder hier ein, ne? Naja, wobei. Na, der Abstand ist schon viel größer als drüben. Das gefällt mir nicht. So, das heißt, wir brauchen hier nochmal. Ne, das war das nicht. Was war das jetzt schon wieder? Ach, das möchte ich. Naja, wir bauen den mal ganz kurz hier fertig rüber. Vielleicht liegt es daran. Ne, liegt nicht daran. Hier, das war das. So. Die 90 Grad brauche ich aber wieder. Perfekt. So, kann man mitarbeiten. Das heißt, man hat hier auch wieder einen ganzen Weg durch. Kann dann schön zu den Büroflächen. Und Gewerbe ist zugebaut und die brauchen schon wieder mehr Platz. Naja, gut. Die Frage ist, ich glaube, wir ziehen hier nochmal eine ganze Linie durch. Machen wir alles wieder an. Wir ziehen aber hier komplett durch. So, und dann wird das hier nämlich auch noch, das machen wir jetzt noch heute in der Folge, wird das hier nochmal schön alles Gewerbe. Guck mal, wie die geiern hier. Schon direkt alles zugebaut wieder. Ne? Unglaublich. Hier würde ich fast nur noch so machen. Und da kann schön alles. So. Gewerbe werden, hier auch und da auch. Ja, hier kann ich trotzdem zonen. Aber da kann ich nicht drauf bauen, ne? Ja, das lassen wir. Das lassen wir mal schön. So, und dann. Ja, machen wir es heute noch? Machen wir das jetzt noch? Ja, machen wir noch. Wir machen eine super schöne, lange Folge. Wir verbinden nämlich unsere Buslinien. So, welche Linie haben wir hier? Kleine Bucht. Buslinie, kleine Bucht. Oh nein. B, welche war das jetzt? 7? Naja, hat jetzt eine neue Nummer bekommen. Ich weiß nicht, ob es B7 war. Die Frage ist, wir brauchen noch eine Verbindung hier rüber, aber wir können die zumindest mal mit kleine Bucht. Hat kleine Bucht schon zu viele Haltestellen? 8 Haltestellen, aber auch viele Passagiere. Oder wir machen hier noch mal Nebeltal kurz eine eigene. Das heißt ja auch nicht Nebeltal. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Da machen wir hier nochmal eine eigene Route und verbinden die aber hier mit Kleine Bucht mit 2-3 Haltestellen. Das heißt, dadurch, dass das. Ja, wir brauchen hier so einzelne. Das passt schon. Das heißt, hier würde ich sagen. Ja, das. Ja, ein paar von denen an. Dann, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich es auf der richtigen Seite habe. Fährt der hier rüber? Also auf der richtigen Seite? Weiß nicht. Dreht einmal, fährt von mir aus dann da oben lang. Dann fährt der hier runter. Ne, warte mal. Die brauche ich gar nicht hier. Oh! Irgendein Alarm ist wieder. Ich weiß ja nicht, was für einer. Was ist passiert? Nix. Okay. Weil ich einfach nur, weil die Straße weg war. So. Dann fährt der nämlich hier lang. Fährt dann
Oh, da fährt er echt einen Umweg. Wobei, dann kann er hier über kleine Bucht. Fährt hier, fährt da lang, fährt hier wieder hoch. Macht kurz einen Zwischenstopp dann hier. Fährt einmal oben rum. Wobei, die sind. Wobei fährt er einmal ganz. Ja, sonst habe ich aber zu viele. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Haltestellen. 10. Ja, mache ich noch eine hier oben hin. So, und jetzt kommt eben die neue Linie. Die fährt von hier vorne los. Einmal hier rein. Einmal da rein. Einmal hier. Fährt dann eben kleine Bucht drüber, von mir aus hier hin. Fährt aber kleine Bucht nur unten rum, würde ich sagen, ne? Fährt da. Fährt da. Ah, hier habe ich falsche Seite. Dann brauche ich da noch eine Haltestelle hin. Dann habe ich hier auch wieder die falsche Seite. Naja. Und da dann auch falsche Seite. Nice. So, hier. Und dann fährt sie eben hierhin zurück. So. Jetzt aktualisieren wir kurz die Bushaltestellen. So, einmal da. Einmal da und wo war es noch? Hier. Alles wird richtig liegen. So, und dann können wir nämlich die anderen bulldozern. So, die kommt weg. Die hier wird nicht benutzt. Und die wird nicht benutzt. So, jetzt ist die Frage, wie nennen wir hier unser Outlet City? Das ist schon eine gute Frage. Ich meine, dieses Gewerbe ist echt unglaublich, ne? Das braucht so. Also, die bauen ja hier wirklich alles sofort zu. Aber egal, was man denen gibt. Sofort sind die da. Na dann baut mal. So, hier können wir mal noch, hier gegenüber können wir auch schon mal bauen. Würde ich sagen, beginnen so ab hier. Und dann da. Los. Ach, das ist so. Okay. Naja, okay, die sollen da ihr Gewerbe weiterbauen. Was soll ich jetzt noch machen? Ich wollte mir hier einen Namen überlegen. Aber ich weiß keinen Namen. Das überlegen wir uns nächstes Mal. Die Busroute können wir aber trotzdem schon mal benennen. Das ist nämlich, ja, B5. Ist okay. Wobei, ja doch, B5. Ne, wir machen B8. Das ist die B8. Fragezeichen. So. Hat aktuell 7 Haltestellen, 4 Busse, 2 Passagiere. Da wird bestimmt noch mehr. Bergfelde wird mittlerweile sehr gut genutzt und die andere auch. Also Bergfelde West hat wirklich was gebracht, dass wir die geändert haben. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir uns darum kümmern. Ja, mit dem Gewerbe etc. kommt natürlich auch wieder Geld rein. Das ist gut. Und was haben wir hier? Ziehen Sie den Bau weiterer Depots auf ein. Wir haben nicht genug Depots. Okay. Wo ist unser Busdepot? Hier, ne? Aktive Fahrzeuge 25 und 25. Okay. Dann bauen wir uns mal
Packen wir hier noch ein Depot rein? Ja, das passt noch hier irgendwo hin. So, noch ein Busdepot. Also jetzt können wir noch ein paar mehr Fahrzeuge nutzen. Ob das jetzt so sinnvoll war erst? Ja, wobei, Busse kann man nicht genug haben. Ist halt im Moment unser einziges öffentliches Verkehrsmittel mit den Taxis. Und da muss man dann natürlich gut nachgucken. So. Das heißt, wir haben... Ist hier ein bisschen Traffic drauf? Nee, nicht wirklich, ne? Hey, Buddy, those sure are nice shoes. Thanks, they're Woffords. Oh, that's some fine stitching. Take them off, stitching. Let me see. Well, all right. Ah, ich möchte noch. Leather. Soft and strong. They fit like a glove. And they look great on you. Thanks, buddy. Hey, wait. Möchte ein cooles Foto machen, ne? Woffords. They sure are nice shoes. Also erkennen wir nicht ganz, dass die Bushaltestelle ist, ne? Vielleicht so? Wäre doch mal gut, wenn da ein Bus kommt, wobei das Taxi. Taxi! Wie sollen wir ein paar Taxistände noch bauen? Ja, wir müssen hier noch ein paar Taxistände bauen. So, normaler Taxistand. Hier oben, klar. Bauen wir auch noch ein bisschen. Gerade vielleicht hier in den Einkaufsgegenden. Würde ich hier immer mal wieder ein paar hinbauen. Haben wir da noch. Haben wir da noch, auch hier unten. Noch ein Taxistand. Hier hinten im Karree auch. So. Gegenüber vom Busdepot, ne? Falls mal die Busse ausfallen, man weiß ja nie. Und dann auch hier eben. Zwischendrin. Müssen die Leute nicht so weit laufen. Das ist okay. So, und jetzt möchte ich noch mein schönes Thumbnail zum Ende haben. Jetzt haben wir fast eine Stunde Folge. Ist halt auch, ja, nicht schlecht, ne? Da kommt ein Bus, der weiß aber gerade auch nicht ganz, was der machen soll. Ja, warte mal. Wir haben ein bisschen zu viel Busse aktiv. Ich glaube, in unserer Linie sind ein paar Busse zu viel. So, ich. Warte mal, sieht das von hier drüben eigentlich besser aus? Ne, hier passiert gar nichts. Nur, dass wir zu viel Busse haben. Weil. Ja, komm, wir machen es so. Das wird hier unser neuer Thumbnail. Wenn der Bus in den anderen Bus reinfährt, das finde ich gut. Ja, wobei, einer fährt jetzt wieder raus. Dann warten wir mal, bis der rausgefahren ist. Dann sieht es ein bisschen professioneller aus. Ja, oder sie parken einfach ineinander. Gut. Ne, da fährt er raus. Okay. Sobald der weggefahren ist, machen wir ein schönes Bild. Und da kommt auch schon der nächste. Jawohl. Das sieht dann auf dem Thumbnail ziemlich gut aus, weil dann sieht es so aus, als hätten wir hier sehr viel Traffic. Perfekt. Ne, da können wir auch mal ein bisschen... Kann ich euch was vormachen da? Nee. Gut. Überlegt mir bitte mit mir zusammen hier einen schönen Namen für aktuell Nebeltal. Gefällt mir aber gar nicht. Da müssen wir was Gutes einfallen lassen. Und sonst würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal gucken, an was wir uns dann ranwagen. Wir brauchen wieder neue Wohngebiete. Die Frage ist, wo? Vielleicht hier drüben. Ich glaube, wir bauen hier ein neues Wohngebiet. Mit dem Bahnhof dann dazu. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Okay, so sieht das ganz gut aus. Was haben wir hier jetzt nochmal? Nicht genügend Kunden. Ja, wir haben halt viele Geschäfte aktuell. Aber ab der nächsten Folge kommen auch wieder Besucher. Da ist natürlich schönes Minus. Wie sieht es aus in der Produktion? Da haben wir ein bisschen Überschuss. Aber halt hier eben viel Defizit. Okay, weil wir jetzt halt wieder viele Geschäfte haben, ne? Oder wenig Industrie. Ah, okay. Wir kümmern uns drum. Materielle Waren. Da fehlt uns einiges. Und immaterielle Waren. Kann man Überschuss an Geld haben? Achso, Finanzdienstleistung. Okay. Ich dachte gerade, Geldüberschuss, schwierig. Wir exportieren ein bisschen Geld. Okay, Freunde. In dem Sinne, wir müssen uns um den Staats- oder Stadthaushalt kümmern.
Und eben hier dann, ja, hier drüben, glaube ich, schönes neues Wohngebiet bauen. Ich glaube, das wird ganz gut. In dem Sinne, macht es gut, Freunde. Haut rein. Bis nächstes Mal. Jetzt haben wir sogar die Stunde voll. Eine Stunde extra Begeisterung für euch. Von mir. Haut rein.